Bist du wieder herzlich zu Ghostbusters? Ja, wir sind hier Oh wieder bei der alten Mann. Dame immer noch und versuchen die mal irgendwann zu fangen, hoffe ich mal. Hör auf damit. Oh ja, gruselig. Ah, hier ist wieder ein Weg her. Oh mein Gott, ey. Ja, ich will auch mal sagen, ich wechsle. Wenn dann gleich wieder diese Viecher kommen, bin ich gut gewappnet. Hier können wir her. Diese Balken sind schwer verkeilt. Yep. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Und wir haben hier irgendwo ein Artefakt. Irgendwo hier in der Nähe. Ah, da haben wir es. Gibt Geld 1500 pro Artefakt. Das kann man immer brauchen. Und, Okay, schubst das mal aus dem Weg. ich versuch's. Das habe ich schon mal weggekriegt. Aber diese Keildinger, wie soll ich die wegmachen, Kleiner? Okay, da brauchen wir dickere Geschütze. Kein Problem. Ja, wie soll ich die aus dem Weg schaffen? Hallo. Ah. Diese Balken sind schwer verkeilt. Ein guter Ort für den Sternstrahl. Schwerstrahl, was ist denn der, was war nochmal der Speer? Nee, das nicht. Was ist der verfickte Speerstrahl? Ich gucke jetzt nach. Mal der Sprengstrahl. Zieh das da raus! Zieh da raus, ich verstehe nicht. Ah! Ah! Ausgezeichnet! Bin ich dumm. Nein. Zack, und den letzten, komm. Nein, falsche Taste. Kühlen. Hallo. Er will nicht. Wo er da unten ist. Das werden wir sehen. Großes und höchstwahrscheinlich furchteinflößendes. Oh mein Gott. Unten ist es ganz schön dunkel. Ja, wie weit das hier runtergeht, ey, dass das noch kein Schwein entdeckt hat. Und auch feucht. Oh, Wasser. Ich hoffe, du hast keine offenen Schnittwunden. Ich denke, da ein Fleisch fressen wir hier. Die Tür hat ein elektrisches Schloss. Versuch mal, ob du die Stromquelle findest. Oh Mann, das war doch leicht. Toll, der Rekrut hat sie gefunden. Oh ja. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, in 50 Zentimeter hohem Wasser zu stehen. Scheiße. Das hat nicht geklappt. Problem, oder Problem. Lass uns Freunde sein. Ich weiß, das sage ich oft, aber das stimmt doch immer wieder. Au! Ich frage mich, was das alles für Bücher sind. Es wäre nett, wenn ihr mir helfen würdet. Ich liege hier hinten ganz verloren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Au, ja, ich glaube, es ist mal wenig meine Schuld, dass ich euch hier in die Kacke geritten habe. Dann vorbei, danke. Diesmal kämpfen wir auch nicht mit der Lampe. Bah! Zwei Bücher. Ich bin kein großer Fan von bidimensionalen Klasse 6 Attraktoren. Da stimme ich dir zu. Wir hatten Glück, dass er sich nur in ein paar alten Büchern manifestieren konnte. Sehr freundlich. Okay, es muss jemand kennen hier. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Da ist sie! Flackiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Ich will's hoffen. Außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte. Ach du Scheiße! Das wird immer schlimmer. Und diesmal noch zwei! Ah! Sag uns doch mal, wie viel Glück
Da hat's mich erwischt. Ich brauche Hilfe wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich es überleben werde. Und Egan braucht auch jemanden. Egan! Ich gehe nach Egan. Ich komme nicht auf. Ja, es war scheiße. Ah, okay, wir sind hier unten wieder. Okay, das geht. Das war ein wenig falsch, deswegen aktiviere ich gleich mal das blaue Ding. Oh ja, hier könnte nichts passieren. Und jetzt kommen die bösen Kohlemonster. Diesmal boxe ich die ordentlich schon vorher. Ja, ja, wenn man sich genau vorbereitet, dann sollte das nicht das Problem sein. Yeah. Nein, nein, nein. Ist ja doof. Da machen, ne? Ray, wo bist du? Komm, steh auf. Ah, ich muss das Gitter wegnehmen. Okay, ja, das wäre eigentlich einleuchtend gewesen. Und tschüss. Die graue Dame schnappen, bevor es echt gefährlich wird. Zu dem Zeitpunkt haben wir vermutlich verpasst, Breaking Down. Tja, wir können ja nicht durch das Gitter folgen. Gibt es einen anderen Weg? Ich kann kaufen, wie viel Geld? Oh, 11.000. Ups, schön, schön, schön. Gibt es einen anderen Weg? Hier gibt es keinen anderen Weg. Vielleicht ein Schalter irgendwie. Ups. Schön, wie viel Physik hier doch in diesem Spiel ist. Geiles, ey. 6 Dollar. Okay, hier irgendwo. Leute, ich habe einen Weg gefunden. Was hast du da gefunden, Kumpel? Gute Arbeit, Spengler. Der Zug hat den Ausgang gefunden. Oh mein Gott. Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Cool. Um den Schleimsprenger zu benutzen, musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlung von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Wie baut er das alles? Meine Güte. Da, neutronisierter Schleim. Schön. Geile Sache. Wie viel haben wir von dem Zeug? Ich hoffe genug. Gut, ich glaube mal mit dem Schleim, den wir jetzt haben, können wir auch Schleimschnapper-Dauererhöhung. Gucken wir mal noch kurz hier. Was ist das denn? Erzeugt länger wirksamen Schleim. Schleimkosten. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich oft brauche. Okay, also ich sag mal tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Ghostbusters.